Hallo ihr Lieben, es ist wieder Zeit für ein Update aus Bogenhofen. Ihr habt wahrscheinlich das Video gesehen von letzter Woche, wo ich darüber berichtet habe, dass bei uns der Server kaputt gegangen ist, wo alle unsere Daten gespeichert sind. Da sind eben drei Festplatten kaputt gegangen und wir haben alle unsere Daten verloren. Ich möchte euch kurz ein Update geben, was sich jetzt in der letzten Woche getan hat und was der aktuelle Stand der Dinge ist. Denn wir haben jetzt auch einen Bericht bekommen von der Datenrettungsfirma, eine Analyse, und sie haben genau geschaut, was denn passiert ist, was kaputt gegangen ist und was es kosten wird, um diese Daten wiederherzustellen. Ich möchte euch einfach dort ein paar Zahlen davor lesen. Hier steht es gleich am Anfang: Es liegt ein mechanischer Defekt vor. Das heißt, das Innere Ihres Datenträgers ist dauerhaft beschädigt. Für die Datenrückgewinnung muss eventuell oder muss das Speichermedium im Reinraumlabor geöffnet werden, um Verunreinigungen und zusätzliche Beschädigungen der Daten zu vermeiden. Und jetzt das Detailergebnis: Die Schreib- bzw. Leseköpfe Ihrer Festplatte sind beschädigt. Sofern keine weiteren Beschädigungen auf der verbauten Magnetscheiben vorliegen, können nahezu alle Daten gerettet werden. Sollten wir im Labor zum Beispiel Kratzer auf der Oberfläche der Magnetscheibe feststellen, sind partielle Schäden zu erwarten. Ich habe jetzt extra so eine Festplatte genommen, um das einfach mal zu illustrieren. Also die Analyse sagt uns hier, diese Magnetscheibe, die dreht sich normalerweise im Betrieb zwischen 5400 und 7200 Umdrehungen. Und hier haben wir einen Lesearm, da drauf ist ein Lesekopf. Und dieser Lesekopf, der schwebt eigentlich immer auf dieser Oberfläche von dieser Magnetscheibe und liest die Daten dort ab. Jetzt ist es aber bei uns so, dass dieser Lesekopf irgendwie beschädigt worden ist. Man spricht da in dem Fall von einem Headcrash. Das heißt, dieser Lesekopf hat irgendwie diese Magnetscheibe berührt. Und obwohl wir uns das angeschaut haben und versucht haben herauszufinden, wie das gekommen ist, gab es einfach keine Erklärung. Normalerweise passiert so etwas, wenn so eine Festplatte auf den Boden fällt, dann kommt es zu einem Kontakt. Oder wenn zum Beispiel viele Vibrationen sind. Das ist bei uns aber alles nicht der Fall. Also wir haben unsere Festplatten angeschlossen an eine USV-Anlage, das heißt auch Stromausfälle sollten der Festplatte keinen Schaden hinzufügen. Das sind extra Festplatten, die für den Serverbetrieb geeignet sind, also für den Rundumbetrieb, auch in einem Gehäuse mit 24 Festplatten. Und dennoch ist es passiert. Wir können es uns nicht erklären, aber das ist jetzt einfach Tatsache oder einfach Stand der Dinge, dass diese Festplatten leider kaputt gegangen sind. Jetzt geht es aber weiter in dieser Analyse, denn Sie haben ja auch dann gleich ein Angebot geschickt, was eben passieren würde, wenn man versuchen würde, diese Daten wiederherzustellen. Da lese ich wieder was vor. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir aufgrund der vorliegenden Analyseberichte mit hoher Wahrscheinlichkeit, sprich 80%, in der Lage sind, Ihre Daten wiederherzustellen. Dazu möchten wir Ihnen folgendes Angebot unterbreiten. Und als ich das Angebot bekommen habe, muss ich sagen, war ich schon wieder ein bisschen enttäuscht, denn der Betrag beläuft sich auf 18.450 Euro, um bei dieser Datenrettungsfirma die Daten wiederherzustellen. Ihr habt aber die letzte Woche wunderbar gemacht für uns. Denn wir haben von so vielen von euch Rückmeldungen bekommen. Techniker, die sich auskennen, die ihre Hilfe angeboten haben. Andere, die gesagt haben, naja, sie kennen sich vielleicht in der Technik nicht so aus, aber sie können etwas finanziell dazu beitragen, dass wir unsere Daten wiederbekommen. Und ich bin so dankbar für die vielen Anrufe, die Rückmeldungen, die WhatsApp-Nachrichten, die Facebook-Messages, die E-Mails und auch die Kontaktformulare, die wir alle bekommen haben, mit eure Hilfeangebote. Und es ist einfach genial zu sehen, was passiert ist in der letzten Woche, denn diese 18.500 Euro könnten wir nie selber aufbringen, beziehungsweise wir haben einfach das Geld nicht. Und viele von euch haben sich bereit erklärt, Geld zu spenden, damit wir das machen können. Wir haben jemanden, der gesagt hat, sowas darf nie wieder passieren. Bitte besorgt euch ein gescheites Backup-System, und hat dafür gesorgt, dass wir uns einen Server zulegen konnten, damit wir in Zukunft diese Daten sichern können. Ich habe letzte Woche auch jemanden gehabt, der jemand anders kennt, mit dem er zusammenarbeitet oder zumindest im Geschäft halt auch kennt, der auch eine Datenrettungsfirma hat. Und der hat sich gleich darum bemüht, mit dem zu sprechen, zu schauen, können wir da irgendwas machen, können wir da einen Freundschaftspreis machen. Und diese Datenrettungsfirma, die Person, hat sich auch bereit erklärt, uns
die Daten zu einem deutlich günstigeren Preis wiederherzustellen. Und da sind wir einfach so dankbar, denn wir werden komplett aufgeschmissen ohne eure Hilfe. Erstmal kommt die große finanzielle Unterstützung von euch und zweitens dann auch die Verknüpfungen und die Kontakte von Technikern, die hier uns in dieser Situation wirklich geholfen haben. Da bin ich ganz dankbar. Ihr müsst wissen, das gesamte Bogenhofen Media Projekt ist eigentlich etwas, was rein auf Spendenbasis läuft. Wir kriegen keine finanzielle Unterstützung von der Österreichischen Union oder von den Schweizern oder von den Deutschen, sondern Menschen wie ihr ermöglichen überhaupt, dass wir unseren Content produzieren können, dass wir jeden Sabbat eine Sabbatschule haben, einen Livestream. Und wir sind so dankbar für eure Hilfe und Unterstützung. Es ist jetzt so, wir haben insgesamt für den neuen Server, für die neuen Festplatten, die Datenrettung etwa Kosten, die auf 20.000 Euro sich belaufen. Jetzt allein in der letzten Woche sind mehr als 11.000 Euro gesammelt worden. Und das ist unglaublich, denn es zeigt mir und es zeigt unserem Team, wie sehr ihr unsere Arbeit hier schätzt. Wir wollen auch weiterhin all das, was wir produzieren, kostenlos zur Verfügung stellen, denn wir sind der Überzeugung, dass die gesamte Welt Gott kennenlernen soll und tiefer in eine Beziehung mit ihm wachsen soll. Und wenn unsere Videos dazu auch nur einen kleinen Beitrag leisten können, sind wir dafür sehr dankbar. Wir haben also noch etwa offene Kosten von 9.000 Euro. 11.000 Euro sind schon gesammelt worden. Wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun hier in diesem Link, das hier eingeblendet wird. Gebt einfach als Verwendungszweck an Datenrettung und wir werden das dafür einsetzen, um einerseits neue Festplatten für unseren Server zu besorgen, einmal dieses Backup-Server komplett einzurichten und natürlich auch die Datenrettung. Ich freue mich schon auf das nächste Update, denn ich denke, es wird sich positiv weiterentwickeln. Und nochmal ganz herzlichen Dank an allen von euch, die uns in dieser letzten Woche so tatkräftig unterstützt haben.